eines der schönsten Motorräder der ganzen Welt. Eine Bopper Bonneville von Triumph. Ein wirklich sagenhaft tolles Motorrad. Das ist jetzt die Basisversion. Sieht richtig toll aus. Richtig, richtig toll. Mit dem matten Tank und den Applikationen. Aber in der Basisversion wird kaum einer ausgeliefert. Das hat mir der Peter Seliger erzählt. Wir sind nämlich in Neunkirchen beim Motorradcenter in Neunkirchen. Hallo Herr Seliger. Hallo Herzog, guten Morgen. Ja, richtig. Die Bopper von Triumph kam im Prinzip letztes Jahr auf den Markt. Da war sie von der Radkonstruktion etwas anders als hier. Hat direkt unheimlich gut eingeschlagen, war im Prinzip das erfolgreichste Motorrad, was Triumph seit 1991, also in dieser neuen Ära Triumph, lanciert hatte. Und konsequenterweise ist dieses Jahr, also zu dieser Saison, die Bopper Black, die wir hier haben, nachgereicht worden, wenn man so möchte. Da ist sehr viel schwarz, sehr viel minimalistisch, einfach ein Hammer und momentan das Motorrad, wo das größte Interesse oder die größte Nachfrage in unserem Geschäft besteht aktuell. Ja, was so unglaublich toll aussieht. Also man ist natürlich hier auch in der Lage, mal zu fragen, was soll denn hier noch geändert werden? Das sieht doch so toll aus, aber da geht richtig viel, oder? Es ist auch gleichzeitig das Motorrad, wo wir am meisten Umbauten für tun, für Kunden. Ich glaube nicht, dass wir jemals eine verkauft haben, die serienmäßig war. Wahrscheinlich an mich, weil ich so ein Typ bin. Ich würde sowas serienmäßig kaufen, aber wir sehen gleich im Anschlussvideo, wir haben noch ein zweites Video drin, da haben Sie ganz viele schon umgebaut, gell? Sie würden die selbstverständlich so kaufen, wie sie ist, bevor Sie unsere Umbauten gesehen haben. Danach würden Sie sie auch nicht mehr so kaufen. So, vielleicht ein paar Details. Warum ist dieses Motorrad so prima verkauft? Ich kann nur raten, es ist wahrscheinlich das Design, das die Optik ist luftgekühlt, sie ist aber wassergekühlt. Sie sieht unglaublich toll aus und fährt sich wahrscheinlich wie ein Motorrad im Jahr 2018. Ne? Sie fährt sich sehr modern, sie ist modern, dennoch nimmt sie diesen minimalistischen Look der Bopper auf und hier auch sehr, sehr konsequent gemacht. Eigentlich, wenn man die Rahmendaten sieht, ein sehr unpraktisches Motorrad. Unpraktisch? Ja, also mit 9-Liter-Tank und mit nur einer Person. Achso, da darf nur einer fahren? Darf nur einer mitfahren. Also erstmal Daten, die gegen das Motorrad sprechen und trotzdem ist genau das so konsequent gemacht von Triumph, dass es eben diesen Hype nach diesem Motorrad auslöst. Okay, das ist im Prinzip was, was nicht jeder hat. Ja, allein schon die Tatsache, dass nur einer mitfahren kann, ist im Zweifel schon recht egoistisch, oder? Man könnte es auch anders formulieren. Es ist nicht immer ein Nachteil. Okay, die Frau bleibt zu Hause. Oder der Mann. So, hier ist der... Was ist das hier, bevor ich das Falsche sage? Das ist alles Metall. Was bei Triumph aussieht wie Metall, ist auch Metall. Ist toll gemacht. Das sieht aus wie ein alter Amalvergaser. Hinten dran verbirgt sich aber modernste Einspritztechnik. Ach, ich hätte nämlich fast gesagt, es sieht aus wie ein Vergaser. Also es soll so aussehen. Es soll so aussehen wie dieser alte Amalvergaser, aber wie gesagt, hat Euro 4, ganz modern. Aber nochmal, was wir auch eben gesagt haben, dieser Clean Look ist hier extrem konsequent gemacht. Also man sieht hier die luftgekühlte Optik. Im Wesentlichen, natürlich hat sie auch einen Wasserkühler, aber der ist sehr, sehr dezent. Die Kühlrippen haben auch eine Funktion, die übernehmen wirklich einen Teil der Kühlung. Von daher ist es nicht nur einfach Show, sondern es hat eine Aufgabe. Und ja, wenn man sieht, sehr, sehr liebevoll gemacht, sehr, sehr wertig im Detail. Überall Metall, ist einfach stark. Sie ist gar nicht so teuer, habe ich erfahren. In der Basisversion geht es los bei ungefähr wie viel? Bei einer Bobber in der Basisversion muss man in der Kante um die 14.000 Euro etwa rechnen. Also für so ein praktisch Motorrad englischer Zunft in der super tollen Optik mit allem drum und dran. Wir hatten uns im letzten Video auch über das Thema Wertverlust unterhalten. Das ist wahrscheinlich eins der Motorräder, was man auch noch bequem in 5 oder 10 Jahren locker am Markt anbieten kann, ne? Ich habe noch keine gebraucht zurückbekommen. Echt nicht? Nein. Okay. Nein, liegt natürlich an der Tatsache, dass das Motorrad noch nicht so lange am Markt ist, aber nein, die Leute, die haben, sind begeistert. Und
da kommt unser erst. Ja, was man dazu sagen muss, also speziell die Umbauten. Die werden wir nämlich gleich zeigen. Gut. Da vorne ist sie nämlich. Genau. Die Umbauten, also egal, wo Sie mit dem Motorrad hinfahren oder auftauchen, Sie haben jedes Mal, wenn Leute da sind, fragen Sie, welches Baujahr oder wie die restauriert worden ist. Oder Quatsch, echt? Ja, ja, alle möglichen Dinge. Achso, die denken, die wäre klassisch. Die sind sehr viele. Ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Ich habe einem Kunden in Salou das Motorrad persönlich im Bus vorbeigebracht. Bei dem Ausladen hat ein älterer Herr gefragt, was ist denn das für ein Baujahr? Der Kunde war danach total glücklich, sagt er, ich habe alles richtig gemacht. Und es wird hier passieren, also egal wo Sie mit dem Motorrad stehen, ob an der Tankstelle oder sonst wo, Sie werden definitiv angesprochen. Sagt der Herr Seliger, der Peter Seliger, der auch behauptet, dass seine Kunden mittlerweile ganz viele schon zu einem Freundeskreis avanciert sind, kann man sagen, oder? Kann man so absolut sagen. Das ist wirklich so. Wir erleben das an den Tag der offenen Tür, dieses Jahr auch wieder sehr gut angenommen ist von unseren Kunden. Und das ist im Prinzip zwei Tage einfach irgendwo ganz easy, ganz locker mit Kunden. Das ist eigentlich wie Party fast schon. Ja, macht sehr viel Spaß. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Umbauten an. Das Motorradcenter in Neunkirchen findet man tatsächlich in Neunkirchen. Man muss es einfach nur googeln, Triumph von Neunkirchen eingeben. Da sind auch die Öffnungszeiten. Ist mittwochs, es gibt eine Anomalie, die ist wahrscheinlich dem Samstag geschuldet. Ja, am Mittwochnachmittag ist zu, gell? Das ist der Luxus, den wir uns erlauben. Üblicherweise haben Motorradhändler montags geschlossen, montags morgens. Wir haben das auf Mittwoch verlegt. Das ist der Luxus, den wir uns gönnen, ja. Ja, unweit der City, da vorne ist das Schild Neunkirchen City und Heinitz. Die Leute kommen wirklich von im Umkreis von 200 Kilometer zu Ihnen, gell? Ja, also es sind auf jeden Fall über 100 Kilometer. Wir haben also sehr viele Kunden aus der Kante Trier, Luxemburg, aber auch rein Richtung Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens, ja. Vielen Dank. Ja, wenn auch Sie ein ganz tolles Motorrad haben möchten von der Marke Triumph, gehen Sie zu Peter Seliger, denn er macht das wirklich aus Leidenschaft und das Ganze auch schon wirklich sehr lange. Und auch Triumph-Händler zu werden, ist gar nicht so easy. Da haben wir uns im letzten Video drüber unterhalten. Es gibt eine tolle Werkstatt, einen tollen Service und es gibt eine ganz tolle Garantie drauf. Wie lange? Wir haben grundsätzlich bei Triumph 4 Jahre Garantie auf die Fahrzeuge. Also die ersten 4 Jahre braucht man überhaupt keine Angst zu haben. Aber auch danach haben Sie mir erzählt, die Dinger halten, oder? Grundsätzlich kann man Garantien danach auch noch verlängern. Entschuldigung. Ja, also man kann das jederzeit verlängern. Aber die Qualität ist sehr gut an den Motorrädern. Vielen Dank.